Willkommen zu einem weiteren Video zum elektrischen Feld. In diesem Beispiel möchte ich euch zeigen, wie man die Kapazität eines Kugelkondensators berechnet. Ihr seht im oberen Teil zwei Zeichnungen zu einem Kugelkondensator. Rechts ist es ein Querschnitt und links habe ich versucht, den Kugelkondensator richtig aufzuzeichnen, so ein bisschen aufgeschnitten. Ein Kugelkondensator besteht aus zwei Kugeln. Die innere könnte massiv oder auch hohl sein, das ist im Prinzip egal. Und die äußere, die ist auf jeden Fall hohl. Es ist nämlich so, dass die innere Kugel, wie sie schon heißt, innere, in der großen zweiten Kugel liegt. Das sieht man recht gut im rechten Teil. Die innere kleine Kugel ist das hier. Und die äußere Kugel ist logischerweise hohl, denn sonst könnte ja keine andere da drin liegen. Das ist dieser große Teil. So, damit es wieder ordentlich aussieht. Der Kondensator, quasi die Feldlinien, verlaufen von der inneren zur äußeren Kugel. Also von der Oberfläche der inneren Kugel hier zur Oberfläche der äußeren Kugel. Wenn wir das vergleichen wollen mit dem Plattenkondensator, den wir vorher hatten, dann haben wir hier zwei viereckige gleich große Platten. Im Fall des Kugelkondensators haben wir auch zwei Platten, zwei kreisrunde Platten, quasi zwei Kugeloberflächen als Platten. Einmal die innere und einmal quasi die Innenfläche dieser äußeren Kugel. Das heißt, die Platten sind in dem Fall nicht gleich groß. Das macht an der Rechnung jetzt aber einfach gar nicht viel. Deswegen müsst ihr euch da jetzt nicht drüber ärgern. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com